Nach einigen Verschiebungen ist das Remake von Outcast endlich da und ich habe es mir gleich gekauft, weil ich Outcast Second Contact schon seit Monaten entgegengefiebert hatte. Und vielleicht waren meine Hoffnungen zu groß, weil das Original von 1999 eins meiner Lieblingsspiele war. Trotzdem, selbst wenn ich meine Verklärung der Vorlage mal rausrechne, ist diese Neuauflage ein durchwachsenes Erlebnis. Aber gehen wir mal ins Detail. Kann ich noch austrinken? Wohl nicht. Outcast Second Contact bietet die Story-Inhalte, die Musik, die Sounds und die Sprachausgabe vom ersten Outcast. Das ist hier also keine Fortsetzung, die wurde ja schon vor Jahren eingestampft. Manche der Regionen sind aber in den Randbereichen aber zumindest ein bisschen ausgebaut. Unser Held Cutter Slade soll die Parallelwelt Adelpha nicht nur erkunden und ihre Bewohner kennenlernen, sondern auch von einem Tyrannen befreien und ein schwarzes Loch schließen, das Adelpha und die Erde zu verschlingen droht. Dazu erledigen wir jede Menge Quests, sprechen mit NPCs und suchen unsere Hightech-Ausrüstung zusammen. Sei gegrüßt. Ah, ich sehe, es geht dir besser, Ulukai. Bis zum Abspann ist man hier weit über 20 Stunden lang beschäftigt. 18 Jahre nach dem Original gibt es in Second Contact jetzt statt Voxellandschaften ganz neue Grafiken und zumindest die Landschaften sehen richtig gut aus. Die Charaktermodelle fallen dagegen höchstens in die Kategorie passabel. Ah, endlich weißt du unter uns. Und die Animationen sind teilweise einfach nur überholt. Aber immerhin, die neuen Laufanimationen sind viel besser als im Original, das ist aber auch nicht so schwer. Hey, 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 geht das auch ein bisschen leiser? Mir platzt gleich der Schädel. Außerdem sieht der neue Cutter Slade auch deutlich jünger aus, eher wie eine Art Nathan Drake. Das kann man wohl sagen. Das passt in der deutschen Version dann leider nicht mehr wirklich zur Stimme von Manfred Lehmann, der Cutter ja eher wie einen abgehalfterten Ex-Soldaten einspricht, was unser Held im Original ja auch war. Warum nennst du mich immer Ulukai? Mein Name ist Cutter Slade. Commander Slade? Volltreffer. Wollen Sie auf mein Gewicht raten? Das Render-Intro von damals wurde übrigens durch animierte Comicbilder ersetzt. Diese Änderungen kann man gut oder schlecht finden, aber sie sind am Ende wohl einfach Geschmackssache. Wirklich nervig sind einige Neuerungen am Gameplay und beim Interface. Dass man sich beim Schleichen jetzt duckt, statt zu kriechen, ist ja noch nachvollziehbar. Und dass die Alien-Fremdworte jetzt gleich in den Untertiteln übersetzt werden, kann man noch als ungewollte Hilfestellung durchgehen lassen. Aber spätestens bei den Kämpfen und dem Interface nerven die Neuerungen nur noch. Mal ganz abgesehen davon, dass das HUD zum hässlichsten gehört, was es in den letzten Jahren in Spielen zu sehen gab, passt es auch stilistisch nicht mit dem Rest des Spiels zusammen. Leider kann man viele der neuen Hilfsanzeigen nicht deaktivieren. Beispielsweise diese Gesprächsblase und die Anzeige über den Köpfen der NPCs, die Name, Funktion und ihre Meinung uns gegenüber anzeigt. Solche Daten gab es im Originalspiel auch, sie wurden dem Spieler aber nicht gezeigt und das war auch besser so, weil Outcast sich durch seine immersive Welt auszeichnete. Eine fremde Welt, die man nach und nach kennenlernt und nicht in Displays ungefragt um die Ohren gehauen bekommt. Dass die Namen der Figuren jetzt in Echtzeit auf der großen Map angezeigt werden, würde beispielsweise völlig reichen. Über die optionale Ego-Ansicht im alten Outcast konnte man auch streiten, im neuen Outcast wurde sie aber einfach rausgeschmissen. Man kann die Entfernung der Kamera auch nicht mehr frei einstellen. Auch wenn man sagen muss, dass sie in Gebäuden automatisch in eine nützliche Nahansicht wechselt. Im Kampf hingegen wirkt das neue Kamerabild eher schwindelerregend. Denn sobald wir die Waffe heben, zoomt die Kamera jetzt in eine sehr nahe Schulteransicht. Das ist grundsätzlich nicht schlecht und durchaus genreüblich. Nur ist die Kamera jetzt so starr an den Charakter geklebt, dass unser Held ständig im Bild rumzappelt. Auch das Zielsystem wurde geändert. Früher zielte Cutter immer genau geradeaus und der Laserpointer ging automatisch nach oben und unten, wenn ein Gegner höher oder tiefer stand. Wenn man manuell nach oben oder unten zielte, wurde nur der Kamerawinkel angepasst. Das war erstaunlich komfortabel. In Outcast Second Contact ist das Fadenkreuz jetzt komplett frei, was mehr Freiheit bedeutet, sich aber leider nicht besser spielt, sondern nur hakeliger. Das liegt aber auch daran, dass die Kampfgeschwindigkeit allgemein deutlich erhöht wurde. Die Projektile fliegen jetzt schneller, Gegner feuern häufiger und statt deutlichem roten Trefferfeedback gibt es jetzt nur noch kaum zu erkennendes weißes Blutzeugs. Kurzum, die markant langsamen Gefechte des Originals sind jetzt viel flotter, statt Taktik gibt es aber nur noch Hektik. Oh.
Die neue Ausweichrolle ist zudem eher überflüssig, weil ihre Bedienung störrisch reagiert. Aber immerhin, den Wellengang, den unsere Spielfigur im Original noch auslöste, brachte der erste Patch für Second Contact inzwischen schon zurück. Genau wie das Update übrigens auch mehr Optionen bei Grafik und Sound lieferte. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht das letzte Update war? Denn bislang hinterlässt mich Outcast Second Contact in einer schwierigen Pattsituation. Die schöne Landschaftsgrafik auf der einen Seite, der jetzt nicht mehr zur Stimme passende Held auf der anderen. Die Riesen-Level, die Gameplay und Erkundung aus einer Zeit liefern, in denen Open-World-Spiele noch keine aufgeblasenen To-Do-Listen waren auf der Plusseite, die neuen Kämpfe und die hakelige Steuerung auf der Negativseite. Und das, obwohl es sogar eine neue, optionale Zielhilfe gibt. Ihre selbst auferlegte Mission, diesen Klassiker einer neuen Generation von Spielern zugänglich zu machen und heutige Standards bei Technik und Bedienung zu erreichen, haben die Entwickler jedenfalls noch nicht erfüllt. Als kleinen Gameplay-Kompromiss kann man jetzt aber eine sehr langsame Autoheilung hinzuschalten. Naja, wer es braucht, sagt der alte Mann mir. Und derselbe alte Mann wünscht sich, er könnte die neuen Laufanimationen und die sehr nützliche neue Sprintfunktion von Second Contact ins alte Outcast 1.1 übernehmen. Dieses Outcast 1.1, das es für rund 5 Euro bei Steam oder GOG gibt, ist nämlich abgesehen von der Grafik über weite Strecken die bessere Version des Spiels. HD-Unterstützung und Gamepad-Support gibt's da auch. Und eine Hauptfigur, die deutlich besser zur deutschen Stimme von Bruce Willis passt. Von den alten Kämpfen will ich gar nicht erst anfangen. Tja, wie gesagt, eine schwierige Pattsituation. Aber vielleicht bringen kommende Updates und Patches ja noch mehr dringend nötige Verbesserungen, sodass man Second Contact tatsächlich durchweg empfehlen kann. Der Kern des Spiels ist schließlich immer noch faszinierend, nur beim neuen Rahmen leistet sich das Remake so viele unnötige, aber sehr störende Patzer. So kurios das klingt, aber Outcast Second Contact ist ein Remake, bei dem die Entwickler nicht so ganz verstanden haben, was die Faszination am Original war. Nämlich eine glaubwürdige Spielwelt, die man als Fremder erkundet und erst nach und nach verstehen lernt. Dieses Gefühl kann Outcast 1.1 immer noch viel besser vermitteln. Auch wenn es heute natürlich nicht mehr so beeindruckend aussieht wie damals 1999.